oaad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Up A Day Folge mit einer iOS-App, über die ich schon mal gesprochen habe, die jetzt aber eine Änderung bekommen hat, die nochmal eine neue Folge, jedenfalls eine kurze Folge verdient. Die Regel ist von der Microsoft Pix-Kamera von Microsoft Universal App, Gratis-App, Versionsnummer 1.0.38 liegt vor, 93,1 MB groß, Deutsch, Englisch und nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert inzwischen iOS 10.0 oder neuer. Und hat bei 93 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen. Dazu kann ich ja nochmal eben einen Teil der Beschreibung vorlesen, jedenfalls die Features, die Top 10 Features sind. Neues Feature, PicStyle, verwandeln Sie Ihre Fotos in Kunstwerke. Smart-Einstellung prüft automatisch Szene und Beleuchtung vor jedem Tippen auf den Auslöser und aktualisiert die Einstellung zwischen den Aufnahmen. Gesichtserkennung, Personen sind das wichtigste Fotomotiv. Wenn daher in der Aufnahme ein Gesicht erkannt wird, werden die Einstellungen automatisch so optimiert, dass Personen möglichst vorteilhaft getroffen werden. Momentaufnahme nimmt bei jedem Tippen auf den Auslöser eine ganze Fotoserie auf, auch vor und nach dem Tippen, damit Sie den richtigen Moment nicht verpassen. Beste Bilder wählt automatisch bis zu 3 der besten und einzigartigsten Aufnahmen aus der Serie aus und löscht den Rest sofort, damit Sie nicht Speicherplatz Ihres Smartphones oder Ihre Zeit mit dem Vergleichen und Speichern ähnlicher Aufnahmen vergeuden. Bildqualität verwendet verworfene Aufnahmen, um jeweils das beste Bild zu verfeinern. Dies geschieht durch das Verbessern von Belichtung und Farbe und durch das Verringern von Grobkörnigkeit und Unschärfe. Livebild erstellt automatisch ein kurzes das Video in Endlosschleife, indem Sie die Einzelaufnahmen aus der Serie in einem Livebild zusammengefasst werden. Dies geschieht jedoch nur dann, wenn in Ihrer Aufnahme eine Bewegung ermittelt wird, um nicht den gesamten Speicherplatz auf dem Smartphone zu belegen. Hyperlapse. Mit Microsoft Pix aufgenommene Videos werden automatisch stabilisiert, um eine ruckelfreie, gleichmäßige Wiedergabe zu erzielen. Zudem können sie im Zeitraffer dargestellt und in vielen verschiedenen Geschwindigkeiten gespeichert werden. Automatische Synchronisierung. Eine automatische Synchronisierung mit Ihren Aufnahmen sorgt dafür, dass Sie Ihren Fotos nicht einzeln in Aufnahmen importiert und dort speichern müssen. Widgets und 3D-Touch. Falls verfügbar werden 3D-Touch sowie die Widgets auf dem Sperrbildschirm und dem Bildschirm heute aktiviert, sodass Sie direkt zur Fotoaufnahme, Selfieaufnahme, Videoaufzeichnung oder Galerie wechseln können. Das ist alles gar nicht so viel Neues, das habe ich euch in irgendeiner der vorherigen Folgen über die App schon mal erzählt. Ihr macht damit ein Foto, also es kann dann automatisch Bewegungen erkennen, packt dann halt Bewegungen rein, das kennen Leute, die Windows Phone oder Windows 10 Mobile nutzen. Ihr könnt Bilderserien aufnehmen, ihr könnt Videos natürlich damit machen, ihr habt eine automatische Verbesserung und das soll halt möglichst das beste Bild knipsen, diese App. Das läuft bei mir immer noch gar nicht mal so gut. Deswegen spreche ich auch nicht darüber, sondern über zwei neue Features. Nämlich das eine neue Feature ist Pix-Stile. Verwandeln Sie Ihre Fotos in Kunstwerke. Das sind im Prinzip 11 verschiedene Stile, womit ihr eure Fotos verändern könnt. Das wirkt dann wie die Prisma-Effekte. Die Prisma-Effekte sind meiner Meinung nach dann noch ein Tuck schöner, aber schon gar nicht schlecht. Hier hat man halt alles in einer App. Und das zweite Feature ist Pix-Gemälde. Beobachten Sie die Entstehung Ihres Meisterwerkes. Das heißt, es wird ein kleines Video gemacht, im Prinzip wie das Bild verändert wird mit einem der ausgewählten Pix-Stile. Video könnt ihr dann abspeichern. Ich habe euch da mal ein Testvideo hochgeladen zu Instagram und das dann eingebunden in den Journal zur heutigen Folge 850. Könnt ihr euch ja mal reinziehen, wenn ihr dazu Lust habt. Ja, das waren die zwei neuen Funktionen, warum ich dachte, ich mache nochmal eine kleine neue Folge. Wie gesagt, kann man verwenden, muss man nicht. Mir persönlich gefällt Prisma da immer noch besser. Die Fotoqualität ist immer noch nicht das Wahre, aber hier habt ihr halt alles in einer App. Und das mag ja vielleicht auch der eine oder andere von euch als Vorteil empfinden. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.